Ja, guten Morgen. Ich bin gut ausgeschlafen und heute gehen wir wieder auf die Gamescom. Es ist Freitag. Wir haben circa, ich weiß gar nicht, 4 Stunden geschlafen. Also ich sehe es auch an meinen Augenringen. Bin total müde. Es ist ein schöner Tag. Und wir dürfen heute wieder Battlefield spielen und werden heute Abend nochmal auf ein paar anderen treffen. Mal schauen. Und ja, wenn ihr mal was sehen wollt, das ist hier die Umgebung, wo wir wohnen. Also da hinten haben wir Baustelle, hier vorne haben wir Baustelle, da haben wir blauer Himmel und. Also, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bäcker, ein bisschen was frühstücken und dann werden wir, Sonne, und dann werden wir wieder auf die Gamescom zu Hause sein. In diesem Sinne, macht es gut und bis später dann. Ciao. Wir sind abgeschafft und sind aber angekommen an der Gamescom. Direkt an der Masse vorbei. Da waren, ich weiß gar nicht, 11.000 Leute da vorne dran gestanden. Wir sind aber glücklicherweise an einem Nordeingang reingekommen, ohne Security. Das ist komisch, aber wenn nicht, wir haben ja hier, ne, Special VIP. Und ich habe ganz vergessen, gestern noch die Skyway zu grüßen. Das mache ich jetzt aber ganz kurz. Also Skyway, hallöchen. Und wenn du mal wissen willst, wie Skyton aussieht, ja, egal, ich blende einfach mal auf ihn drauf und er sagt dir dann auch ganz recht herzlich Hallo. Achtung, da ist er. Hallo. Ein bisschen lauter. Hallo. Ja, genau, wir sitzen hier an der, am Eingang von der Community Lounge und warten jetzt auf unseren freien Slot, dass wir wieder mal Battlefield 4 spielen dürfen. Und es ist wie die Hölle los hier. Also, es ist der Wahnsinn. Es sind keine Karten mehr an der Tageskasse und ab 13 Uhr oder 14 Uhr kann man wieder Karten bekommen, aber wir haben Dauerkarten, also ist uns egal. In diesem Sinne, wir sehen uns dann gleich wieder und ja, ich werde ein bisschen Battlefield 4 zocken und ich glaube, ich werde mir auch dieses andere angucken, Skyton, wie heißt das andere nochmal, mit den Hunden? Mir fällt es nicht mehr ein, aber irgendwas mit Rufen hat das zu tun und keine Ahnung, aber ja, wenn es mir wieder einfällt, dann werde ich mich wieder melden. Also bis dann, ciao. So, hier sehen wir mal den Nordeingang, der ist am wenigsten besucht und wenn ich mal ein bisschen ranzoome, guck dir mal, was für Massen an Menschen da unten stehen. Die warten immer noch auf Einlass. Wir haben jetzt genau 11:15 Uhr, also 10.45 Uhr und es ist wirklich die Hölle los da unten. Und wie gesagt, wir sind am Nordeingang, das ist jetzt nicht der Haupteingang. Der Haupteingang, wo wir vorhin waren, habe ich vergessen, Aufnahmen zu machen. Da waren die bis auf die Straße gestanden. Das ist übel. Also wer noch kein Tagesticket hat, der hat eigentlich verpennt, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, was hier los ist. Samstag sind Tickets schon seit ein paar Wochen ausverkauft. Freitag ist jetzt heute aktuell ausverkauft. Und ich denke, für Sonntag kann man noch Karten bekommen. Aber das wird schon sehr knifflig. Und ja gut, die kommen wirklich, weil heute Nintendo da ist, also nicht heute, sondern die ganze Zeit. Nintendo ist da, die neuen Konsolen sind da und. Deswegen, das wird wirklich ein geiles Fest heute. Naja, also wie gesagt, schöner blauer Himmel in Köln. Und ja, dann viel Spaß. We'll be right back.
hier auf der Gamescom und ja, wir sind auf der Gamescom, ist ja auch blöd, ne? Neben mir ist der Mamatan, der nimmt auch ein bisschen auf. Wir grüßen mal ganz liebevoll die Skyway, weil die hatte immer so schön gesagt, Mamatan, ja, bitte grüß mich. Also jetzt ist die Zeit. Ja, hallo. Ja, das war's. Ah, und aufnehmen, keine Zeit. Ja. Ja, und bei Battlefield waren wir gerade eben eine super geile Show und sie haben zwei Stände. Die haben nicht nur eins, sondern zwei Stände. Und wir wollen uns nicht anstellen, weil wenn ihr mal rüberschaut, was hier für Massen sind, sich anstellen. Das ist teilweise bis zu 4-5 Stunden Anstellzeit. Das ist Wahnsinn. Und hier hinten zum Beispiel auch Death Rising 3, die Xbox. Scheinbar können die nichts. Ich habe jetzt mal einen Schnitt gemacht, weil zweimal und dann ist es vorbei. Und deswegen nützt hier nichts. Wir gehen weiter. Raus aus dem Battlefield 4 und ich muss euch sagen, ich bin total geflasht und es ist wirklich da eingetreten, was ich eigentlich erhofft habe. Ich durfte sogar Live-Bilder machen und da werde ich einfach einen Kommentar drüber setzen. Wie das Kommentar aussieht, weiß ich es nicht mehr ganz genau. Ich habe keine Spitzen-KD hinter mir gehabt, aber das ist mir ein bisschen scheißegal. Ich bin Jetski gefahren. Ich habe die Bombe gelegt, ich habe die Bombe scharf gemacht und habe auch wirklich alles gemacht dafür, dass wir so weit kommen. Und ich darf durch. Dieser nette Mann hat mich jetzt durchgelassen, macht einen guten Job. Ja, und ja, jetzt gucken wir mal einfach mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Wir sind jetzt speziell in der Business Area. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich wollte eigentlich in die EA Community Lounge. Aber... ja, dann gucke ich mich doch auch mal ganz kurz hier um. Links hat sie gemeint, also gehe ich doch einfach mal hier links. Da ist eine Treppe, ja, die Treppe nehme ich einfach mal. Und wie das hier aussieht, hier ist die Community Lounge, genau. Gamescom 2013 in Cologne, willkommen! Und ich bin echt total aufgeregt, weil ich habe jetzt noch was bekommen. Warte mal, suchen. Hier. Ihr seht gerade, ich zitter wie Espenlaub. Ich bin total aufgeregt und ich wiederhole mich. Aber das Spiel ist einfach bombastisch. Wie gesagt, Call of Duty kann einstecken, wirklich. Das werden hier wahrscheinlich ein paar Hater sagen, boah, hey, da hat sie dann überhaupt keine Ahnung. Aber das Spiel ist echt bombastisch. Wir haben den neuen Modus gespielt und ja, jetzt sind wir hier ein bisschen falsch. Ja, wir müssen hier durch, genau, wunderbar. Und es sieht hier sehr leer aus. Ich glaube, ich bin hier noch als Einzigster hier unterwegs. Aber gut. Ja. Business Area. Einen kleinen Schwenk hier durch. Mal gucken, wann ich hier rausgeschmissen werde. Nein, Quatsch. Ich darf hier durchgehen. Sie hat mir gesagt, ich darf hier durchgehen. Also werde ich jetzt auch ganz kurz hier durchgehen. Und ja, EA Community Lounge werde ich gleich in 2 Minuten wieder sehen. Und boah,
Ja, und dann gucke ich mal, ob ich wieder Breather, Memphis und Co. wieder treffe. Und ich würde mal sagen, ich mache mal kurz hier einen Schnitt und wir sehen uns dann später. Gehabt euch wohl, bis dann. Ciao.